Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier und ich öffne jetzt mal das erste Türchen, weil ich habe die ganze Zeit noch nie so die Gelegenheit gehabt, das erste Türchen aufzumachen. Für alle, die nicht wissen, was ich meine, weil keine Ahnung, die zu einer Nicht-Dezember-Zeit anschauen, es geht um den Weihnachtskalender. Die Kacke will einfach nicht aufgehen. So, jetzt. Und es ist drin. Jetzt werde ich dann hier auf die Dauer dann mal so ein kleines bisschen essen. Ja, jetzt muss man nämlich mal. Das macht mir richtig Spaß. Oh, das will nicht aufgehen. Es ist übrigens ein Kinder-Mini-Mix-Adventskalender. Ziemlich lustig. So. Normalerweise, manchmal, ja, da, und man hat das Glück, keine Ahnung, man hat zwei von denen, dann wird meistens immer so lange gewartet. Das gibt's nicht. Das ist so ein Kinderriegel, wo nur zwei von diesen Höckern sind. Genial. Okay, ich geh los. Das müssen wir eigentlich schon machen. Augenblick. Also hier sind Aussichtspunkte. Eine Menge. Mich drückt das ein bisschen im Gaumen. Na gut, wir werden uns jetzt mal alle holen. Das hier. Hauptmission, ja, die machen wir dann gleich. Ja, wir werden jetzt mal, genau, wir werden uns von Norden nach Süden ackern hier. Ja, werden wir das mal markieren. Muss ja irgendwo sein. Ah ja, genau. Und diese dämliche Seite ist ja auch, ja. Es wäre echt nett, wenn ich irgendwie an diese Seite rankommen könnte. Ist genau. Oh Gott. Die muss aber auch genau ein paar Meter über mir fliegen. Das ist doch so behindert. Wer, jetzt kommt wieder diese scheiß Meldung. Wer? Komm runter. Hey, runter, sage ich. Runter auf den Boden mit dir. Oh je. Au. Aber wegen so einer verkackten Seite, ey. Das kotzt mich an. Du bist einfach unfähig dazu, die Teile irgendwie so mitzunehmen. Na gut. Das ist cool. Bisschen Wasser treten hier. Yay. Denen ist das so was von total egal, dass ich hier direkt neben dem stehe. Na gut. Wir müssen nach unten. Ich glaube, die Seiten zu sammeln ist mitunter eins der schwierigsten Sachen hier. Boah, ey, ich habe übelstes. Ist das normal oder ist das Blut? Nee, okay, jetzt ist es weg. Wir haben uns instant hochgeheilt. Boah, ist das widerlich, ey. Wildnis. Nichts, nichts, nichts und wieder nichts. Oh Mann. Assassin's Creed hat von Bäumen und allen möglichen anderen Zeug gelebt. Jetzt, wo alles weg ist, kann ich denn Kühe reiten? Das wäre cool. Oh, die Interaktionssache mit den ganzen Tieren hier ist schon lustig. So, ich muss, glaube ich, so weit muss ich gar nicht mehr, bis ich da bin. Muss ja hier irgendwo sein. Ah, genau, da ist er doch. Auf Aussichtspunkte kann man mal wieder hochklettern, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Was ist denn das hier? Hier gibt es den Schuhladen, aber hier rein kann ich leider nicht, oder? Nee, da. Okay, Okay, weiter nach oben kann ich leider nicht gucken, aber ich habe das Gefühl, da ist was. Ah, wir gehen mal hier auf. Hallo, kann ich hier irgendwie schnell hoch? Oder so? Oh mein Gott. Ja, wie man hier bitte die Ballons halten kann, das ist unmöglich. Da ist wahrscheinlich der Mantel da auch ziemlich gut. Ja, jetzt. Weil mit dem Mantel hat man einen tiefer gelegenen Schwerpunkt. Da dürfte das dann auch besser funktionieren. Oh mein Gott. Wie hoch geht denn das noch? Das gibt's einfach nicht. Ja, und immer schön, dass wir hier hochkraxeln. Abartig.
Ich habe größer Respekt zu oder an diejenigen, die das wirklich gut können. Also das Klettern jetzt an mehr. Wir schweben sogar. Der bescheißt. Der kann nicht klettern. Der schwebt. Cheater. Na gut, Autispunkt synchronisiert. Die Momente. Oh, da ist eine Schatztruhe. Das ist doch cool. Werden wir die Klammer markieren. So. Okay, und dann hier ist hier oben noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ein Gemischtwarenladen. Brauchen wir aber nicht. So. Was wir brauchen, ist diese komische Truhe, die hier irgendwo. Da. Auch kein Stroh, Mais, wollen die mich rollen? Das muss doch immer Stroh sein. Es ist immer Stroh. Ohne Stroh ist irgendwie. Nee. Ohne Stroh, ohne mich, würde ich mal schätzen. Okay. Wie komme ich jetzt mal fix wieder hier runter? Yeah. Das tat weh. Wie man sich wieder festhalten könnte, wäre mal eine gute Idee. Truhen findet man quer durch das Land verteilt. Knacke sie ihre Schlösser, um an ihren Inhalt zu kommen. Ja, natürlich. Hatte ich irgendwie vor. So, also dann. Die Maus nach links und rechts bewegen. Okay, jetzt haben wir was. Nach oben und unten bewegen, um den richtigen Winkel zu finden. Oh Mann, ey, das kotzt mich an. Kann man das nicht mal mit Tastatur machen? Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt! Ich glaube, es ist bald offen. Was auch immer das ist, was hier nach links geht. Das ist sehr komisch. Aber... Nein! Nein! Oh, ich hasse das! Auf dem Joystick geht es natürlich übelst easy. Nach links und nach rechts das Ding drehen. Aber mit der Maus, da ist es nochmal ein bisschen sensibler. So. Na komm. Geh auf. Du dämliche Scheißschloss, du. Ey, ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, Gott sei Dank. Ich dachte, ich muss das jetzt gleich nochmal machen. Das ist anstrengend. Also Schlossknacken, hier haben sie derbst schwierig gemacht, muss ich sagen. So, na dann. Markierung gesetzt. Jetzt müssen wir nur da irgendwie noch hin. Den Osten einfach mal geradeaus durch. Das geht am fixesten. Wow. Einfach mal querfeldein über diesen komischen Zaun. So. Hallo? Da lang, wenn es geht? Ja. Wir wollen ja auch mal schnell irgendwie ans Ziel kommen. Whee! Jippala. Das geht auch ziemlich gut. Oh, das war wahrscheinlich falsch. Auf was sind wir jetzt gerade aufgekommen? Weil, ja, Machine ist als. Moment mal, ich hab schon keine Waffe. Ja, jetzt habe ich eine anständige Waffe. Die Frage ist nur, wie funktioniert das Stealth-Killen genau? Ja, ein schöner Säbel, Stealth-Kill-Modus. Gut. Ja, wir müssen erstmal hier hoch und wenn es geht, so an den Leuten vorbei, dass die einem nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen. Moment. Eine einwöchige Garantie. Respekt. Jetzt sind es ungefähr so 2 Jahre standardmäßig, aber früher, da waren 2 Wochen sehr, sehr viel. Okay, klettern wir mal hier hoch. Aber das Klettern wurde angenehm gemacht. Man kann jetzt so ziemlich überall hochklettern, ohne auf einen gewissen Weg gezwungen zu werden. Oh, scheiße, nein. Oh, scheiße. Ich darf nicht von der Wache hier gesehen werden. Das ist nicht gut. Nicht gut. Die wird mich gleich sowas von hier runterholen. Oh, Gott, ey. Hab ich entschuldigt. Gut, ab nach oben. Zum Glück können die so weit hoch nicht schauen, sonst wären wir wahrscheinlich tot jetzt mittlerweile. Synchronisieren. Okay, öffne mir das zweite Kästchen. Was ist denn? Ha, da ist es. Okay, auf. Ah, schon wieder so ein Mini. Mini-Kinderriegel. Legen wir uns eventuell mal kurz neben uns hin. Ah. Ach nee, ich esse den jetzt. So. Ah, ja. Ah, diesmal mit Nissen. Nee, es ist ein, oh, wie heißt es? Mini-Country, Mini-Kinder-Country mit 6 Feldern. Cool. Oh, das ist halt,
Super. Ein Wunder, dass wir uns nichts gebrochen haben, als wir an den Baum hier runtergefallen sind. Hi. Okay. Was gibt's hier? Eine Taverne? Ein Hausierer? Was ist denn da? Okay. Markieren wir uns den Markus, ja? Da. Zu viel Tabak schaltet so ziemlich immer. Ich habe irgendwie gerade... Ah, stimmt. Der ist ja immer aktiv. Jo, was geht? Kaufen. Verkaufen habe ich leider nichts. Dann nehmen wir Kaufenoption. Ach, Verbrauchsmittel. Komm. Was hat er denn dabei? Bestimmt nur Müll. Ja. Brauche ich doch nicht. Was ich brauche, ist meine anständige Rüstung, die mir ein bisschen was abhält. So eine Art Assassine in schwerer Rüstung. Das wäre cool. Ja, hier geht's da weiter. Da muss ich jetzt erstmal. Ja, genau, da werden wir jetzt den hier als nächstes nehmen. So. Können wir dann gleich so querfeld einlaufen wieder. Mit ein bisschen Glück kriegt man sogar schnell hin, aber. Das ist deswegen doch ziemlich. Ja, und was ich nochmal ausprobieren wollte, ist, bevor es hier mal reingeht, fortsetzen, nein. Die Simulation beenden und in die Gegenwart zurückkehren. Genau, da tun wir mal kurz den Animus verlassen. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Bestätigen. Im Moment ist ja sowieso alles okay. Ich wollte nämlich mal gucken, wie das allgemein außerhalb aussieht. Ah, ja, genau. Sieht auch gleich viel schöner aus. Ein bisschen moderner. Und wir haben wieder unseren schönen Rucksack, was auch immer das ist. So, reden wir mal auch mal mit den Leuten. Moment mal, da war was. Beliebige Taste drücken. Ah, das ist der Animus. Oh mein Gott, nein. Nur so als kleiner Hinweis. Es wäre schon schön zu wissen, was man gerade angeklickt hat. Weil das wäre also mein erster Gedanke. Man steht hier jetzt in der Nähe des Animus, direkt hier vor allen Dingen in der kalten. Oh mein Gott, ey, der friert sich doch den Arsch ab, wenn er da liegt. Na gut. Was haben wir hier? Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ja. Ich weiß nicht, für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mich dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank. Hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Yeah. Das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Okay. Die Kapuze, die gute Kapuze. Ist hier noch was? Nee, hier ist nicht mehr. Gut, dann haben wir das. Können wir mal noch ein bisschen schneller laufen hier. Oh, da ist was. Interagieren. Erhaltene Nachrichten. Mission wiederholen. Nee, erhaltene Nachrichten. Boah, fuck. Das Zielsystem wurde modifiziert. Du solltest nun leichter ins Kampfgeschehen und wieder herauskommen. Verbesserungen beim freien Umherlaufen. Du wirst nun seltener zum falschen Zeitpunkt oder in die falsche Richtung springen. Ein einzelner Input für die Interaktion mit der Welt. Kein Auswählen zwischen Körperteilen mehr. Das ist sehr schade. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Du kannst jetzt während der Bewegung töten. Das solltest du gleich ausprobieren. Du kannst sogar im Laufen Waffen aufheben. Sehr nett. Wir haben ein Wettersystem im Planet. Regen, Schnee, Wind, alles da. Tiere, muss ich da mehr sagen? Bla. Aha, schnellere Schnellreise. Mach deine Karte auf und du kannst sofort zu jedem freigeschalteten Schnellreisepunkt. Sehr schön. Die Karte wurde überholt und so weiter. Datenbank. Willkommen zurück. Bla, jedenfalls sowas. Datenbank hier. Ich weiß, sich leicht ablenken, wenn man hier im Animus ist. Aber, und klar, das erst. Bla. Mam.
Viel Vergangenheit, uns Kontakt, Happy Halloween. Okay, und Haythams Amulett. Obwohl Haythams Amulett technisch gesehen vermutlich ein Edel- oder Edensplitter ist. Es ist nicht sonderlich aufregend. Es ist nicht mehr als eine Art Schlüssel, ich weiß es nicht mehr. Haben daran gewöhnt, dass diese Dinge unglaubliche Kräfte haben und daher sehr gefährlich sein können. Aber hier nichts von alledem. Ich bin fast enttäuscht. Komisch, oder? Bla, nichtsdestotrotz. Hier. So, nichtsdestotrotz ist es wichtig für unsere Mission. Und naja, das sollte ja auch etwas zählen. Gut. Hätten wir das. Geht. Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen? Aber dieses Mal schlage ich zurück. Bam, bam, bam. Okay, was passiert jetzt? Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Ach nee, ey, der Vater ist schlimm. So, und was ist in Türchen Nummer 3? In Türchen Nummer 3 ist... Oh Mann, wenn ich das jetzt nur wüsste, wie das Zeug heißt. Happy Hippos vielleicht? Nee. Oh Mann, wie hieß denn das mit den Schokostreifen drüber? Also in Schoko allgemein und dann nochmal dunkle Schokostreifen drüber. Wer das weiß, Kommentar bei. Okay, ja, das ist wirklich echt traurig. Was ist das denn bitte für eine Routine hier? Riesenhaft. Okay, hier runter kann ich nicht. Mit Füllung. Da sollte man echt aufpassen, dass mir aus Versehen runterfällt. So. Bin lecker. Also so eine krasse Höhle. Aber mehr gibt es hier wahrscheinlich nicht. Doch, hier oben. Gucken wir uns den nochmal an und dann gehen wir hier vorne hin. Die Bier. Beinahe verschluckt. Das wäre jetzt ungünstig gewesen. Nope, das gibt's nicht. Ja, auch nicht. Und da könnte was sein. Ich bin nicht immer im Kreis gelatscht. Meine Fresse. Das wollte ich doch eigentlich eher vermeiden. Und dann... Kommt mir irgendwo hoch? Du! Ja klar, besseres Freilaufen. Sind doch alle behindert. Besser wurde das auf keinen Fall. Sag mal was! Das ist wie als wollte der nicht hier lang springen. Na gut. Gibt's denn hier oben noch was? Also diese ganz kleinen Dinger hier. Ich muss auf alle Fälle mal versuchen, da hochzukommen. Also jetzt das Alpha und das Omega. Ja. So, da komm, renn. Mach mich stolz, Junge. Okay, also das hier. Hier kann ich schon mal lang. Und hier kann ich dummerweise nirgendwo weiterhin. Was ich wollte, ist, dass wir hier erstmal irgendwie hochkommen. Aber das Problem ist diese Schräge hier. Sag mal, ich glaube... Okay, man will hier anscheinend nicht, dass man hier lang springt. Das bedeutet, wir kommen auch leider nicht auf diese komische Treppe. Es sei denn, wir wissen irgendwie, wie man da hochkommt. Wahrscheinlich geht es da aber nicht weiter. Also... Könnte schon, aber ich komme jetzt nicht irgendwie dann noch. Ich würde mal gerne wissen, wie man dann noch kommt. Gut.
reden wir mal noch mit dem. Okay. Was sieht dir das mal an? Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Was für ein Ende genau? Ehrliche Antwort, Desmond. Glaubst du, wir kommen da lebend raus? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist...